Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video backen wir einen Mooskuchen. Für den Teig benötigen wir 250 Gramm Margarine, 200 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Natron, 6 Eier, 3 Esslöffel Kakao, 1 Becher saure Sahne. Alles backen und abkühlen lassen. Dann für die Deckschicht benötigen wir 6 Eiweiß, die wir steif schlagen, 200 Gramm Staubzucker, der auch Puderzucker genannt wird, und 250 Gramm Hartfett. Wir beginnen erstmal damit, das Eiweiß vom Eigelb zu trennen. Jetzt sehen wir hier wieder die Hüppchenhände der Assistentin. Bevor wieder Fragen aufkommen, ja, es sind nicht meine Hände. Ich habe da eine nette Assistentin gehabt, die das sehr gern gemacht hat. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mit der Kamera alles für euch einzufangen. Nachdem wir jetzt die 6 Eiweiß vom Eigelb getrennt haben, nehmen wir uns unsere Rührschüssel zur Hand, geben dort die 250 Gramm Margarine, 200 Gramm Zucker hinein, verrühren das schon mal etwas. Danach kommt 300 Gramm Mehl, ein Beutel Natron, 6 Eigelb, 3 Esslöffel Kakao und ein Becher Sahne dazu. Das verrühren wir so lange, bis eine schöne, gleichmäßige Teigmasse entstanden ist. Bevor wir jetzt unseren Teig auf das Blech, auf das Backblech geben, nehmen wir uns unsere 250 Gramm Hartfett, in dem Fall war es 250 Gramm Kokosfett, und lassen diese zerlaufen. Das könnt ihr in einer Mikrowelle machen oder auf dem Herd in einem Topf. Jetzt nehmen wir uns unseren Teig zur Hand, geben ihn auf das Backblech. Das Backblech habe ich hier mit einem Backpapier geschützt. Dadurch kann der Teig nicht am Backblech festkleben. Wer mag, kann es auch direkt auf dem Backblech machen und einfach Butter darunter streichen. Im Anschluss geht nun der Teig für ca. 15 bis 20 Minuten für 175 Grad in den Backofen. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann dies gern unten mal in die Kommentare reinschreiben. In der Infobox werde ich auch nochmal die Rezeptdetails reinschreiben. Kurz bevor euer Teig fertig gebacken ist, quasi euer Kuchen fertig ist, nehmt ihr euch die 6 Eiweiß zur Hand und schlagt sie steif. Wir brauchen jetzt richtig schönes Eiweiß, was steif geschlagen ist. Dort wird jetzt der Puderzucker hinzugegeben und wir heben im Anschluss das Fett, das Kokosfett herunter. Das heißt, wir schütten nicht wie hier im Video, haben wir es einfach reingeschüttet. So macht man es normalerweise nicht. Man nimmt einen Löffel und man löffelt das Kokosfett herunter. Man hebt es quasi Löffel für Löffel in die Sahne hinein. Wenn ihr den Kuchen herausgenommen habt aus dem Backofen, dann lasst ihn erstmal etwas abkühlen. Wenn er dann etwas abgekühlt ist, nehmt ihr eures Eiweiß, was ihr euch steif geschlagen habt, und gebt dann den sogenannten Eischnee darauf. Einfach schön gleichmäßig verteilen, dass ihr eine schöne gleichmäßige Deckschicht erhaltet. Zum guten Abschluss und das Geheimnis jedes Mooskuchens ist der Kaffee. Am Schluss wird noch Kaffee darüber gestreut. Dieser Kaffee macht dann den grünen Schimmer über Nacht. Ihr lasst ihn dann einfach mal über Nacht im Kühlschrank abkühlen und danach bekommt ihr einen gleichmäßigen grünen Schimmer auf dem Kuchen und dadurch bekommt der Mooskuchen seinen Namen, weil er dann wie eine kleine Moosoberfläche hat.
Ganz am Anfang habe ich es leider vergessen zu erwähnen. Also, um den Kuchen dann abzuschließen, braucht ihr einfach etwas Kaffee. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video über den Mooskuchen gefallen. Gebt gern dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig, das freut mich immer sehr. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann gebt doch mir ein kostenloses Abo. Das spornt mich dann auch immer an, neue Videos für euch zu drehen. Nun bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche guten Appetit mit diesem leckeren Kuchen.